Surya Namaskar, Bi. Bring die Füße zusammen, ganz vorne an deiner Matte. Das Gewicht ist gleichmäßig verteilt, der Atem ist ruhig, Hände vom Herzen. Beuge die Knie, berühre den Boden, einatmen. Po nach hinten, Arme nach oben, guck nach oben. Ausatmen, falte dich in zwei. Hier kannst du die Beine beugen, falls nötig. Einatmen, hebe die Schultern. Ausatmen, Füße nach hinten in den unteren Liegestütz. Einatmen, strecke die Arme, hebe die Hüften. Ausatmen, die Hüften ziehen dich nach hinten, herabschauender Hund. Rechter Fuß nach vorne, einatmen, Arme nach oben, die Hände berühren sich, guck hoch. Ausatmen, Hände zum Boden, Füße nach hinten, Liegestütz. Einatmen, hochschauender Hund. Ausatmen, runterschauender Hund. Linker Fuß nach vorne, einatmen, Krieger 1, ausatmen, Hände zum Boden, Füße nach hinten, Liegestütz. Einatmen, hochschauender Hund, versuch die Hüften und die Knie vom Boden zu bringen. Ausatmen, die Hüften ziehen dich nach oben zum herabschauenden Hund. Versuche Uddiyana Bandha, dein Bauchbänder hier angespannt zu lassen. Das heißt, du ziehst den Bauchnabel lang nach oben, nach hinten zur Wirbelsäule. Es ist besonders wichtig zwischen den Positionen, also zwischen hoch- und runterschauender Hund zum Beispiel, sodass du deinen hinteren Rücken entspannst und beschützt. Spreize die Finger breit, hebe die Hacken, ausatmen. Hüften nach oben springen oder lauf die Füße nach vorne, einatmen, ausatmen, falte dich tief in zwei. Beuge die Knie, einatmen, Utkatasana, ausatmen, Samasthitihi. Beuge die Knie, das gleiche nochmal, einatmen, Utkatasana, ausatmen, falte dich in zwei, Uttanasana. Einatmen, hebe die Schultern, ausatmen, laufe oder springe nach hinten. Einatmen, hochschauender Hund, Urdhva Mukha Svanasana. Ausatmen, Adho Mukha Svanasana. Rechter Fuß nach vorne, Knie über der Hacke, einatmen, Virabhadrasana. Ausatmen, Hände zum Boden, unterer Liegestütz. Du musst, bringst du die Knie hier zum Boden. Einatmen, hochguckender Hund, ausatmen, runterguckender Hund. Linker Fuß nach vorne, Knie über der Hacke, einatmen, Virabhadrasana, ausatmen, Hände zum Boden, Füße nach hinten, unterer Liegestütz. Einatmen, hochschauender Hund, lass die Hüften dich nach hinten ziehen, Bauch bleibt stark, ausatmen, runterschauender Hund. 5 lange Atemzüge hier. Spreize die Finger und die Zehen, lass beide Seiten des Oberkörpers lang werden. Ausatmen, hebe die Hacken, gucke zwischen deine Hände und dann einatmen, hebe die Hüften, wenn du springst, die Füße nach vorne oder lauf nach vorne, hebe die Schultern, ausatmen, falte dich in zwei, beug die Knie, einatmen, Utkatasana, Hände berühren sich über dem Kopf, ausatmen, Samasthitihi, einatmen, Utkatasana, ausatmen, Uttanasana. Einatmen, hebe die Schultern. Ausatmen, Chaturanga Dandasana. Einatmen, Urdhva Mukha Svanasana. Ausatmen, falls du kannst, durch Chaturanga zu Adho Mukha Svanasana. Rechter Fuß nach vorne, einatmen, Virabhadrasana. Ausatmen, Hände zum Boden, Chaturanga, unterer Liegestütz. Einatmen, Urdhva Mukha Svanasana, ausatmen, Adho Mukha Svanasana. Linker Fuß nach vorne. Einatmen, Virabhadrasana, ausatmen, Hände zum Boden, Chaturanga. Die Ellenbogen bleiben nah an den Rippen. Einatmen, Urdhva Mukha, ausatmen, durch Chaturanga, wenn du kannst, zu Adho Mukha Svanasana. Spüre, wie der Körper langsam sich aufwärmt,
wie das Feuer langsam größer wird in deinem Körper. Der Atem bleibt ruhig. Wenn du den Atem ein bisschen verlierst bei dem ganzen Vor- und Rückgelaufe, dann finde ihn auf jeden Fall hier in dem herabschauenden Hund. Ausatmen, hebe die Hackenkucke zwischen die Hände. Einatmen, springe oder laufe die Füße nach vorne, hebe die Schultern. Ausatmen, falte dich tief in zwei. Beuge die Knie. Einatmen, Utkatasana. Ausatmen, Samasthiti. Und jetzt liegt's an dir. Mach noch ein paar Runden ohne mich, mach ein paar andere Yoga-Übungen oder leg dich auf den Rücken für Shavasana, deine Entspannung. Vergiss nicht, großartig zu sein. Danke fürs Zuschauen und Mitmachen. Namaste.